Hallo und herzlich willkommen im Studio. Heute mal mit einer gewissen technischen Herausforderung, dass ich nämlich A, guten Ton haben möchte und B, will ich zu sehen sein. Und das heißt, ich muss jetzt irgendwie hier mit Kamera zum Bild aufnehmen, mit Mikrofon zum Ton aufnehmen und noch mit dem Computer schaffen, weil das ist der Versuch eines sogenannten Reaction-Videos. Bin ich da überhaupt kein Fan von eigentlich, also von den, vor allen Dingen von den klassischen Sachen. Jemand guckt ein Video von jemand anders, an dem er nicht die Urheberrechte besitzt, sagt, haha, das ist lustig. Und das soll dann unter das Zitatrecht fallen. Und das ist natürlich Schwachsinn. Damit das Ganze ein echtes Zitat ist, darf man nur die Ausschnitte eines Videos kommentieren, die tatsächlich relevant sind. Und zweitens muss man sich dann mit dem entsprechenden Werk, was man da kommentiert, so intensiv auseinandersetzen, damit es sich beim neu entstehenden Werk, sprich meinem Video, nicht um eine Kopie vom Original mit einem kleinen Kommentar handelt, sondern größtenteils um einen Kommentar mit kleinen Belegausschnitten des Originals. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wirklich, man muss sich inhaltlich auf einer gewissen tiefen Ebene, das ist nicht genau definiert, wie tief das sein muss, mit dem Thema auseinandersetzen. Einfach nur sagen, hahaha, das ist lustig oder das habe ich auch schon gemacht oder oh, du isst Brot, ich mag auch Brot. Das reicht nicht ganz aus. Und da ich jetzt auf 17 Dinge gleichzeitig gucken muss, werde ich wahrscheinlich noch weniger in die Kamera glotzen als sonst und bitte da schon mal um Entschuldigung. So, worum geht's? Es geht um ein Video von Mr. Wissen to Go, das da heißt, unser Wald stirbt vor unseren Augen. Von Mr. Wissen to Go exklusiv sogar. Der Mirko, den gucke ich gern. Mirko Droschmann heißt er so, ich glaube schon. Hallo, herzliche Grüße. Solltest du tatsächlich hier reinschauen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Da sind ja doch große Unterschiede zwischen unseren Kanälen. Das ist sehr, sehr große. Und dementsprechend kann ich es mir nicht vorstellen. Aber falls doch, dann wollte ich persönlich Hallo gesagt haben. Ansonsten für alle anderen werden viele dieses Video vom Mirko gesehen haben. Und dementsprechend möchte ich da an 3, 4 Stellen, genau genommen an 5, glaube ich, kurz noch eine Ergänzung machen. Lediglich eine Ergänzung, sagen wir mal 4 Ergänzungen und eine Sache, die tatsächlich mir wichtig ist, weil das häufig ein bisschen falsch verstanden wird. Falsch ist auch in dieser Hinsicht ein starkes Wort. Es kann so oder so interpretiert werden und ist kompliziert. Ja, werden wir drauf eingehen. So, zunächst mal, das Video von Mirko ist hervorragend. Es gibt auch von der gleichen Firma, also Funk, durchaus jede Menge Statements vom Wald, die höchst kritisch zu hinterfragen wären. Und vielleicht soll das so sein, dass das Format so gedacht ist. Was der Mirko hier zusammen recherchiert hat und sein Team, Autorin heißt, Moment, das kann man auch ruhig mal namentlich nennen, das geht mir sowieso immer so ein bisschen persönliches Problem von mir, dass da die Mitarbeiter bei sowas, sofern es welche gibt, gerne mal ein bisschen zu kurz kommen. Und Redaktion war Aline Kienzi, ja, mit IE hinten, die dann wahrscheinlich auch maßgeblich eben an den Hintergründen und an der Auswahl der Quellen, die hervorragend gewählt sind, beteiligt war. Und das wollte ich kurz lobend auch erwähnen. Die haben wirklich tolle Quellen ausgewählt. Das ist einmal tatsächlich der Waldzustandsbericht von 2019, also die Zusammenfassung davon. Von 2020 gibt es noch keine Zusammenfassung. Ich musste mir extra selber eine zusammenschneiden, schreiben, um einen Überblick zu bekommen. Dann haben wir hier die Bundeswaldinventur. Das ist die Quelle für alle Zahlen und Daten zum Wald. Da gibt es eigentlich nichts Besseres, als wenn man die jeweilige Bundeswaldinventur heranzieht. Man hat sie jetzt sogar vorgezogen. Eigentlich wäre die erst wieder in einem Jahr in Anführungszeichen fällig gewesen, 2022, weil die aktuelle, die jetzt immer noch aktuelle in Anführungszeichen ist von 2012. Das ist jetzt natürlich schon eine Weile her und drum wird jetzt die neue am 1. April 2021 durchgeführt, also ab da. Das ist toll und das ist quasi
Gesamtschau Deutscher Wald, die alle 10 Jahre, circa in diesem Fall jetzt alle 10 Jahre gemacht wird. Und das ist die beste Datengrundlage, die wir zu Informationen zum Wald wirklich haben und auch die wissenschaftlichste, weil mehr und verlässlicher werden nirgendwo in dem großen Umfang zu Gesamtdeutschland Daten erhoben. Natürlich im Kleinen, selbstverständlich. So, dann die Kohlenstoffinventur, die ist auch prima, gar nichts dran auszusetzen. Gute wissenschaftliche Untersuchung, sehr wichtig. Im Detail kann man da so ein paar Kleinigkeiten vielleicht bemängeln, aber an sich eine prima Quelle. Dann das Positionspapier des Waldgipfels 2019, auch alles prima. Das ist halt was Politisches, ne? Das darf man deswegen trotzdem zitieren. Und ich bin ein bisschen weit weg vom Bildschirm. nochmal, wann die Hilfsmaßnahmen vom Bundesministerium für Ernährung, Landnutzung und Umweltgedönse kommen, alles prima. Geschichte des Waldsterbens, das ist dieser berühmte Spiegelartikel, den es dazu gibt, den habe ich auch schon mehrfach gelesen und da könnte man auch nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen, aber das muss jetzt auch gar nicht sein. Und der Forschungswald, der leider von einem Greenpeace-Magazin zitiert wird, da bin ich mit der Herkunft der Quelle nicht ganz einverstanden. Greenpeace ist, um eine seriöse Quelle zu sein, politisch zu sehr involviert und daher immer ein bisschen schwierig. Ich meine, darf man natürlich trotzdem tun, kein Problem, darf man machen. Bin ich nicht hundertprozentig mit zufrieden, aber das, was im Video dann wirklich kommt, ist nicht die Quelle, die in der Videobeschreibung steht, sondern der Beitrag, der wirklich im Video ist, der ist ja von Professor Bauhus und der wiederum ist hochseriös. Ne? Da gibt es auch wieder gar nichts dran auszusetzen. Das ist einer der Waldbaulehrstuhlinhaber Deutschlands. Da gibt es insgesamt, ich sage jetzt mal grob 5, grob, plus minus ein bisschen, die halt eben tatsächlich Waldbau unterrichten an deutschen Universitäten bzw. Fachhochschulen. Dann sind es noch ein paar mehr, wenn man die von den Fachhochschulen noch mit dazu nehmen. Also eine kleine ausgewählte Handvoll von Experten für eben die Struktur des Wirtschaftswaldes. Also das ist schon super, wenn er da einen Waldbauprof sich geschnappt hat als Quelle. Das wäre also wirklich prima gemacht. Und ich habe im Detail auch überhaupt nichts auszusetzen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, zutiefst dankbar, dass in diesem Video kein Peter Wohlleben, auch kein Knut Sturm. Knut Sturm, will ich ja gar nichts gegen den Mann sagen, aber er vertritt halt eine sehr extreme Sicht der Dinge, die mag vielleicht sogar auch nicht ganz falsch sein, das will ich gar nicht beurteilen an dieser Stelle, aber Extremata ist immer schwierig, wenn man wirklich einen tatsächlichen, einen möglichst validen Blick auf die Sache bekommen möchte und gerade für Laien. Ich hätte es mit den gleichen Quellen erklärt und habe ich im Übrigen auch schon, wie es jetzt hier der Mirko gemacht hat und deshalb bin ich im Detail noch ein paar Anmerkungen schuldig, aber im Großen und Ganzen ist das ein hervorragender, gelungener Beitrag. Und wenn der dazu beiträgt, den Leuten Angst zu machen, dass es um den Wald gerade nicht besonders gut steht und gleichzeitig ihnen nicht zu sagen, das liegt nur an der Bewirtschaftung, würde der Wald nicht bewirtschaftet werden, ging es ihm gut. Das sagt er ja nicht. Und damit ist es ein sehr, 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 sehr wertvoller Beitrag. Ja, das zum Vorgeplänkel und zum Quellencheck, alles super. Und damit muss ich jetzt gucken, dass ich hier mit meiner Technik einigermaßen auf die Reihe komme. Und ihr seht jetzt, hallo? Ach so, da kann ich jetzt nicht draufklicken oder was? Ja, ihr seht jetzt jedenfalls den ersten Clip, den ich jetzt irgendwie dazwischen schnibbeln werde. Das Bild hier vor Ort ist eindrücklicher als jedes Diagramm. 3/4 der Waldflächen in Deutschland kämpfen mit Trockenheit und Schädlingen. Also mal in Bäumen gesprochen, von 4 Bäumen geht es gerade mal einem einzigen noch gut. Ja, das war ein relativ kurzer Beitrag, aber das ist umso wichtiger, dass wir darüber mal sprechen, weil da gibt es nämlich folgendes Problem. Und wenn wir jetzt mal in die hier zitierte Quelle reingucken, das sind die Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2019, vermute ich zumindest, dass er das als Anlass genommen hat, um hier diese Aussage zu treffen, dass quasi in Zahlen gesprochen 3/4 aller Waldbäume krank sind. Und an dieser Stelle müssen wir uns dazu erstmal folgende kleine Tabelle angucken. Das ist Tabelle 1 hier auf Seite 6, nur damit klar ist, wovon wir reden. Ich blende es euch auch ein, aber auch dazu einfach damit das Urheberrecht da nicht zu kurz kommt. Steht alles in der Videobeschreibung, wenn ich die Quellen auch bei mir zitiere, die der Mirko zitiert.
profitiert hat. Ja, das Problem ist folgendes. Gesund ist nur Schadstufe 0. Das wird als gesund angesehen. 0-10% Kronenverlichtung bzw. Nadel- oder Laubverlust, je nachdem, wie man das dann nennen möchte, ob es ein Nadel- oder ein Laubbaum ist. Ich habe das schon mehrfach erzählt, aber in diesem Video wollte ich jetzt nochmal separat darauf eingehen, weil das vielleicht auch Leute gucken, die mir nicht so regelmäßig folgen. Drum erzähle ich einfach alles nochmal von vorne für nicht vorgebildet. Also das meine ich jetzt nicht böse, mir fällt kein besserer Begriff ein. Ne? So, das Problem ist, die ersten 10%, das gilt als gesund und alles andere, alle 90 anderen Prozent von möglichen Kronenzustand, die 90 anderen Prozentpunkte, um genau zu sein, die sind alle mindestens nicht gesund. Und das führt dann eben dazu, dass wir so eine Aussage treffen können, wie 3/4 aller Bäume sind nicht gesund. Das heißt, 3/4 von Bäumen geht es nicht gut. Oder wenn wir uns 2020 angucken, da hat sich das sogar nochmal ein bisschen verschärft. Und das geht nahezu, je nach Bundesland auch, da gibt es deutliche Unterschiede, je nach Bundesland, da geht es teilweise bis zu 80% aller Bäume nicht gut. Das Problem ist jetzt allerdings folgendes. Der Bereich mit Kronenverlichtung ist natürlich viel, viel, viel größer als der ohne. Und eine kleine Kronenverlichtung von 0-10%, das hat nahezu jeder Baum. Und dadurch kommen dann auch eben solche großen Zahlen zustande, dass der damit noch längst nicht wirklich, wirklich krank ist, sondern lediglich geringfügig weniger Laub in der Krone hat, als er maximal potenziell theoretisch haben könnte. Das ist hochgradig umstritten innerhalb der Forstwissenschaften, dass eben diese Definition von gesund mit maximaler Kronenbelaubung einhergeht. Das ist wirklich sehr, sehr umstritten. So, und jetzt kommt das folgende Problem. In der Statistik müssten wir jetzt unterscheiden eben zwischen gesund und zwischen nicht gesund. Und nicht gesund ist in einer Skala von 1 bis 190 mögliche Punkte. Und gesund wären lediglich 10 mögliche Punkte. Und das macht allein schon die Statistik sehr, ich sag mal, interpretationsanfällig. Um nicht zu sagen, also das ist eine Statistik, die man ganz schnell so auslegen kann, wie es einem gerade politisch ins Spiel passt. Es gibt in diesem Beispiel hier, in diesem Bericht über die entsprechende Situation, wo wir uns gerade die Tabelle angeschaut haben, auch noch ein gutes Beispiel. Also eine statistische Verteilung der Waldschäden in 5% Schritten. Und die blende ich euch an dieser Stelle mal ein. Da werden wir jetzt feststellen, dass das irgendwie anders aussieht als 75% aller Bäume sind furchtbar krank. Ja, also rechts in der Grafik, da wo die relativ niedrigen Balken sind, da sind die Bäume, die wirklich krank sind. Ihr seht in der Mitte 50%. Kronenverlichtung, das sind gerade 1,9% der Waldbäume, die man hier untersucht hat, also Flächenanteil 1,9%. Ab 50% können wir auf jeden Fall von einer deutlichen Schädigung sprechen und die Bäume sind wirklich nicht mehr gesund. Ja, bei 45 haben sie auch Schwierigkeiten, 40 ist auch nicht schön und das sind insgesamt, wenn wir jetzt mal von 50 bis 40 zurückrechnen, doch fast circa 10% der gesamten Waldbäume, die in diesem Bereich fallen. Die haben aber auch noch gute Chancen, sich wieder zu erholen. Gute Chancen, das bedeutet nicht, dass sie das zwingend auch wirklich tun werden. Also das ist schon eine deutliche Schädigung in diesem Bereich. Aber das sind 10% aller Bäume und nicht 75%. Ja? Und außerdem müssen wir uns noch angucken, was ist denn noch stärker geschädigt als 50% Kronenverlichtung. Das sind dann nur noch, ihr seht es selber in der Grafik, 0,7% bei 65, 0,5% der Fläche bei 70 Punkten, 0,4% der Fläche bei 75 und immer so weiter bis hin zu abgestorben. Das sind dann mal ein paar mehr tatsächlich als der Rest, weil 95% tot und 100% tot ist nicht mehr weit voneinander entfernt und drum wird gerne mal häufiger als 100% abgestorben angesprochen als 95% und da sind dann auch so kleine Dinge, die man als statistisches Rauschen bzw. als Fehlmessungen auch der Leute im Wald, die das ermitteln, interpretieren kann. Aber was wir hier jedenfalls sehen, ist, dass tatsächlich, wenn wir uns nur die drei grünen Balken links angucken, der Bereich
an Prozentpunkten, der überhaupt grün ist, der überhaupt als gesund gilt. Das sieht man sofort in dieser Grafik. Der ist viel kleiner als allein schon der gelbe Bereich. Der gelbe Bereich geht von 10 bis 25. Das sind also 15 Prozentpunkte, die im gelben Bereich noch liegen würden. Der grüne hat nur 10 und der rote hat insgesamt 70. Also da ist einfach statistisch gesehen, ist das eine scheiß Einteilung dieser Stufen in Grün, Gelb und Rot. Das Ampelsystem war eine total miese Idee, als man das dann damals so festgelegt hat und damals meint, ich meine 92. Ich meine, von 92 stammt die Idee, das so darzustellen. Das hätte man jetzt eigentlich inzwischen mal überarbeiten können, hat man aber deswegen nicht getan, weil man die Daten nicht verfälschen möchte. Weil die alten Daten von 92, 93, 94, immer so weiter, nur dadurch mit heute so schön vergleichbar sind, und das ist was wert, dass man da prima die alten Daten mit den modernen Daten 1:1 vergleichen kann, weil man eben immer dasselbe System angewendet hat. Das System mag scheiße sein, aber es ist über die Jahre immerhin dasselbe gewesen, und wenn man die Fehler des Systems kennt, dann kann man daraus auch was ablesen, was einem weiterhilft. Die Entwicklung ist schon negativ. Ja. Der Schatten hinten dran war der Wert vom Vorjahr. Und dann können wir dem Ganzen eben entsprechend entnehmen, dass der Anteil der gesunden Bäume zwischen 0 und 10% Kronenverlichtung deutlich abgenommen hat von 2017 auf 2018. Von 2018 auf 2019, so rum. Also die Situation ist schlechter geworden. Und da ich die Daten von 2020 auch schon kenne, die hier jetzt nicht abgebildet sind, da ist es auch nicht bei manchen Baumarten ein bisschen besser geworden. Die Eiche beispielsweise hat sich etwas erholt. Die Buche hat sich in Teilen hier mal erholt, da mal richtig verschlechtert. Kiefer hat sich insgesamt ein wenig erholt. Fichte ist am Aussterben, ja. Aber das kommt halt immer dann auf die Details an und so weiter. Aber man sollte halt einfach aufgrund dieser schlechten Statistik und dieser blöden Definition dieser Statistik, die auch nicht auf wirklichen biologischen Grundlagen definiert, die auch überholungsbedürftig ist, aber einfach damit das Gesamtbild der Daten seit 92 kaputt machen würde, das sollte man einfach wissen, bevor man... Das ist auch kein Vorwurf. Ja, da muss man wirklich Fachwissenschaftler innerhalb des Bereichs sein, um das zu wissen oder regelmäßig mein Zeug gucken. Das kann ich niemandem vorwerfen, der das nicht tut. also diese Aussagen mit dem 75% oder 80% oder von mir aus auch nur 60% aller Bäume sind krank, da muss man ganz vorsichtig sein mit so einer Aussage. Ja. Der durchschnittliche Laubverlust, der liegt irgendwas bei, ich meine, 30% rum. Das ist viel und das ist auf jeden Fall ein alarmierender und schlimmer Waldzustand. Und mit der Grundaussage hat also damit entsprechend der Mirko in seinem Beitrag auch völlig recht, dass der Waldzustand wirklich alarmierend schlecht ist. Ja, aber ganz so mies, zumindest also nicht in dieser Form so mies, wie diese Aussage eben entsprechend im Raum steht, wenn man sie da einfach so stehen lässt. So, und das bringt uns zum nächsten kleinen Clip. Vom Mirko. Im Jahr 2019 wurden 68 Millionen Kubikmeter Holz aus dem Wald geholt. Zum Vergleich, damit könnte man rein rechnerisch mehr als 1 Milliarde Bücherregale bauen. 2/3 des Holzeinschlags sind allerdings Schadholz. Das sind Bäume, die durch Trockenheit oder Schädlinge abgestorben sind. Was ich jetzt anmerken wollte, war die Sache mit dem Schadholzanteil. Die Zahlen sind korrekt, das ist überhaupt kein Thema, sicherlich. Ja? Nur auch hier müsste man ein bisschen aufpassen, da steckt der Teufel ein kleines bisschen im Detail und das kann man vielleicht falsch interpretieren. Ich sage nicht, dass Mirko plus Team das irgendwie falsch interpretiert hätten, sondern lediglich, dass das möglicherweise dazu führen könnte, dass jemand, der ein bisschen abgelenkt ist und gerade nicht aufpasst beim Zugucken, denkt, der Schadholzanteil sei generell so hoch. Dass es nämlich mal zwischendurch Ereignisse gibt, die dazu führen, dass die planmäßige Forstwirtschaft nahezu nicht mehr stattfinden kann und nur noch Zufallsereignisse, ZEs oder außerplanmäßige Nutzung oder eben Schadholz anfallen, das gab es früher auch schon, das wird es immer geben und das ist so gesehen
Dahingehend nur was Besonderes, dass es diesmal bundesweit vorgekommen ist und der Anteil des Schadholz am bundesweiten Holzaufkommen noch nie so hoch gewesen ist. Also die Zahl ist ein absoluter Rekord. Man darf jetzt aber nicht den Eindruck gewinnen, nur weil 2019 super hoher Schadholzanteil gewesen ist, das sei normal. Das ist ein besonderer Fall eben von 2018, 19, 20, jetzt übrigens auch. Durch eben, wie der Mirko auch vollkommen richtig dann später noch beschreibt oder hatte schon getan, ich weiß es gerade nicht mehr, im Original, guckt euch das Original sowieso in jedem Fall auch an, dass eben das Ganze an Käfer und an Dürre und am fehlenden Wasser und so weiter und so fort liegt. Dem ist nichts hinzuzufügen, das sind die Hauptursachen. Aber eben einfach mir wäre wichtig, dass klar ist, der ist jetzt gerade aktuell mal so hoch, dieser Schadholzanteil. Und was vielleicht auch wichtig wäre für Kritiker der Forstwirtschaft insgesamt, wenn der Schadholzanteil hoch ist, dann fährt man automatisch die planmäßige Nutzung massiv runter. Also die wäre viel höher gewesen, wenn es nicht das Schadholz gegeben hätte. Es ist jetzt nicht so, dass man auf dem Plan irgendwie stehen hätte, wir müssen pro Jahr so und so viel Wald umhauen, damit wir Geld verdienen. Und wenn zusätzlicher Wald vom Sturm umgeschmissen wird, naja, dann haben wir halt noch mehr Holz rumliegen und Pech. Sondern man guckt immer auf den nachhaltigen Hiebsatz, dass man den eben nach Möglichkeit nicht übersteigt. Manchmal geht das nicht. Manchmal muss man in manchen Jahren mehr Holz nutzen, als man eigentlich nachhaltig nutzen könnte, und das liegt dann an solchen Schadereignissen wie eben jetzt der Dürre und der Borkentäfer-Kalamität, die dazu geführt haben. Und das heißt, wir werden in den nächsten Jahren in den meisten Wäldern in Deutschland eine geringere planmäßige Nutzung haben, um eben den großen Verlust an Holz durch Käfer wieder zu kompensieren. Das kommt aber auch ganz, ganz stark auf die Region an, wie viel da jeweils an Fichte gestorben ist, wie viel da jeweils an Kiefer gestorben ist. In manchen Regionen ist die Kiefer auch ähnlich schlimm betroffen, wie die Fichte. Und vielleicht ist auch das noch was, was ich generell zu diesem Beitrag ergänzen möchte. Die toten Bäume, die wirklich abgestorbenen, nicht die Geschädigten. Geschädigt ist alles. Ne? Durch die Bank, alle Bäume haben ordentlich was abbekommen. Aber die, die wirklich gestorben sind, das sind fast, nicht nur, aber auf Platz 1 mit Abstand die Fichte. Auf Platz 2 mit weiterhin großem Abstand die Kiefer. Und dann noch so ein paar kleine Besonderheiten, wie zum Beispiel Birken in Stadtnähe, die hatten große Schwierigkeiten, die sind aber nicht im Wald und werden daher in der Statistik nicht aufgeführt. Und dann kommt aber auch die Buche. Die Buche ist zwar insgesamt sehr resistent gewesen, aber ist auch so viel gestorben wie noch nie. Das führt jetzt nicht zu riesigen Löchern im Buchenwald. Anders als im Fichtenwald. Da fehlt ja wirklich der komplette Wald und man kann da 17 Fußballfelder hinstellen, wo eben noch zumindest Bäume gestanden haben. Ob das ein Wald ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist schon etwas, was man auch nochmal so ein kleines bisschen einfach sich im Hinterkopf durch den Kopf laufen lassen sollte, dass solche Schadholzanteile nichts sind, womit wir jetzt auch davon ausgehen, dass es das jedes Jahr gibt. Wenn es das jedes Jahr gäbe in Zukunft, dann hätten wir in 10, spätestens in 15 Jahren überhaupt keinen Wald mehr. Es gibt aber auch keine Veranlassung derzeit zu glauben, dass wir aufgrund von Klimawandel nur noch solche krassen Dürrejahre bekommen werden. Und selbst angenommen, das muss man auch wissen, wenn 2021 jetzt auch noch mal ein Dürrejahr wird, dann muss uns klar sein, wer stirbt zuerst bei einer Katastrophe? Die Schwachen. Ja, zumindest in der Biologie ist das so. Und wenn die Schwachen erstmal weg sind, wer bleibt dann noch über? Die nicht mehr ganz so Schwachen. Und wenn jetzt eine Katastrophe auf eine Katastrophe auf eine Katastrophe folgt, dann werden immer wieder die Neuen, jetzt ganz Schwachen, also die Schwächsten im Kollektiv, wegsterben. Aber die waren bis vor ein paar Jahren noch längst nicht die Schwächsten. Das heißt, die Schwächsten, die noch übrig sind, werden immer gesünder, sozusagen, absolut betrachtet. Ja? Und das macht es unwahrscheinlich, dass das in diesem Geschwindigkeit weitergeht, das Absterben. Selbst wenn wir jetzt noch weitere Dürrekatastrophen so erleben werden oder sagen wir mal in 3 oder 4 Jahren nochmal ein krasses Dürrejahr, dann werden die Bäume besser angepasst sein.
Und da wird sich vermutlich keine ganz so große Katastrophe ereignen. Übrigens, wer ein bisschen einen Mutmacher haben möchte, die knallharten Wintertemperaturen der letzten Woche ungefähr, ne, der letzten Tage, je nachdem, wo man sich befindet, vielleicht auch die letzten 2 Wochen, die helfen. Die helfen sehr, weil an vielen dieser Waldschäden sind halt eben auch Schadinsekten schuld und die mögen es in vielen Fällen nicht knallekalt. Ja, ein bisschen kalt macht denen nichts aus, aber knallekalt reduziert die Population dann schon und deswegen darf man sich für den Wald sehr freuen über den echten Winter, den wir jetzt ausnahmsweise zwischendurch mal wieder gehabt haben. Gut, nächster Clip. Und es kommt noch ein weiterer, sehr wichtiger Grund dazu, warum der Wald so wichtig ist. Denn der Wald ist nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern vor allen Dingen auch ein Naturraum. Man spricht auch davon, dass der Wald die grüne Lunge ist. Dort wird Unmengen an Kohlenstoff gespeichert, also CO2 gefiltert. Im Waldboden und in den Stämmen werden aktuell 2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert in Deutschland. Das sagt die aktuelle Kohlenstoffinventur aus dem Jahr 2017. Und jedes Jahr kommen 62 Millionen Tonnen dazu. Eine ganze Menge. Und das hilft natürlich gegen den Klimawandel. Aber der Klimawandel gleichzeitig sorgt dafür, dass es dem Wald immer schlechter geht. Das ist ein Teufelskreis, der unser Ökosystem beschädigt. Problem für uns Menschen. Wir verlieren ein Erholungsgebiet, aber ein Problem auch für Tiere. Ja, das Ding mit der CO2-Speicherung, dass natürlich jetzt Wald fehlt. Der CO2 speichert, ist an sich schon mal was, was nicht besonders gut ist, ne? Da braucht man sich auf keinen Fall drüber freuen, da darf man sich auch drüber Sorgen machen und das ist sicherlich nichts Positives. Aber, kleines Aber, ich möchte das Ganze so einen Hauch von entschärfen, weil dadurch, dass die Bäume, die gestorben sind, meistens vergleichsweise alt gewesen sind, also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt die Fichten angucken und die sind ja hauptsächlich gestorben, die Chance, dass die vom Käfer gefressen werden, ist proportional abhängig davon, wie dick sie jeweils sind, so ungefähr, ja. Und da die alten Bäume dicker sind als die jungen, ist die Chance, dass die alten weggefressen worden sind, entsprechend hoch. Das heißt, die alten Bäume fehlen. Die alten Bäume haben viel CO2 gespeichert, hatten auch eine recht hohe zusätzliche Speicherung von CO2 und die ist jetzt erstmal wieder runter auf nahezu null auf den Flächen, wo jetzt überhaupt kein Wald mehr steht. Ja, dass das CO2, das im Holz gebunden wurde, jetzt da auch erstmal noch drin ist, solange wir das Holz jetzt nicht alles verheizen, ist allerdings auch eine Tatsache und das muss man auch im Hinterkopf behalten. Das ist jetzt nicht sofort freigesetzt, sondern das Holz liegt jetzt irgendwo rum und wird für irgendwas genutzt. Teilweise große Teile der Fichte sind nach China verschifft worden, was immer die damit treiben. Ich hoffe, sie werden es nicht einfach nur verbrennen wollen. Das wäre, glaube ich, selbst für chinesische Wirtschaftsverhältnisse ein bisschen teuer, Fichte aus Europa erstmal rüberschippern nach China, um sie dann einfach nur zu verheizen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die werden da hoffentlich irgendwas damit vorhaben, was ein bisschen länger hält. Und wenn es länger hält, je länger das Holzprodukt hält, desto länger ist das CO2 entsprechend aus der Atmosphäre raus und gespeichert. Das ist also grundsätzlich jetzt keine so ganz so riesige Katastrophe, dass jetzt also erstmal massenhaft CO2 freigesetzt wäre. Ja? So. Erstmal nicht. Das Problem ist jetzt wächst natürlich auf den Kahlflächen, die durch die fehlende Fichte entstanden sind, erstmal kein zusätzlicher Holz. Und wenn kein Holz wächst, dann gibt es auch keine zusätzliche CO2-Speicherung. Aber was man auch wissen muss, ist, ein junger Baum wächst anteilig gesehen erstmal deutlich schneller als ein alter Baum und bildet deutlich schneller mehr Holz aus als ein älterer Baum und tatsächlich Gesamtbiomassezuwachs. Der ist von einem alten Baum ähnlich hoch wie von einem jungen Baum. Also da ist nicht so, dass der alte Baum irgendwie nachlassen würde, aber der junge Baum investiert anteilig mehr in Holz und das bedeutet mehr in den Teil des CO2, den wir dann hinterher irgendwo langfristig speichern können in Form von Holzprodukten. Und so führt eine Verjüngung des Waldes nicht zwingend zu einer Reduktion der CO2-Bildung des Waldes, weil es sind zwar dann weniger und weniger dicke Bäume da und man muss die erst wieder anpflanzen. Das wäre jetzt die Voraussetzung, dass das Wiederanpflanzen und das Dichtmachen der kahlen Flecken im Wald schnell passiert. Aber wenn das schnell passiert, dann werden wir in wenigen Jahren eine tendenziell etwas höhere CO2-Speicherung der Wälder haben, die umgefallen sind, als die vorher hatten. Und damit werden sie dann die Jahre, in denen da jetzt wenig CO2-Speicherung stattfindet,
in ein paar weiteren Jahren wieder kompensieren. Also insgesamt ist es natürlich trotzdem scheiße, weil wir ja bald damit rechnen, dass es zu einem möglichen Klimakollaps kommen könnte. Und deswegen sollte man möglichst schnell irgendwie CO2 aus der Atmosphäre rausbekommen. Und auf diesem Wege ist jetzt da eine gewisse Verzögerung eingetreten. Aber langfristig gesehen sollte uns dieser Kollaps eben nicht allzu früh überkommen. Dann wäre es langfristig gesehen nicht so schlimm. Also das muss man sich einfach so klar machen. Wo Pi mal Daumen. Allerdings, es gibt auch Situationen, in denen der Verlust der jungen Bäumchen, insbesondere bei den jungen Bäumchen, einfach nur ein miese Geschäft ist, wo da wirklich gar nichts Positives draus gemacht werden kann. Wenn nämlich junge Bestände eingegangen sind, jung meint bis 40 Jahre, sowas um den Dreh, und da gibt es auch einige, die es da erwischt hat, da ist nichts Positives dabei. Die hatten noch nicht viel Zeit, um CO2 zu speichern, die stehen jetzt gerade im Maximum ihrer Wuchsphase und hätten jetzt die nächsten Jahre so richtig ordentlich losgelegt vom Wachstum her, dass sie das jetzt nicht können, ist netto absolut ein Verlust. Ja, also da ist dann schon, kann man dann auch nicht mehr schönreden oder irgendwie sonst irgendwie gut finden. Und wir haben insgesamt damit also schon mehr Katastrophe, als dass es irgendeinen Nutzen hat. Ich würde aber diese Katastrophe doch einfach insgesamt ein bisschen abmildern wollen. Ne? Warum der Wald aus seiner Sicht so schützenswert ist, erklärt mir Mark Hartung nochmal genauer. Er ist Fachbereichsleiter Naturschutz beim NABU Hessen, dem anteilig waldreichsten Bundesland in Deutschland. Wälder sind eigentlich die ganz ursprüngliche Landschaft, die es bei uns in Deutschland gab. Also wenn es den Menschen und seine Bewirtschaftung der Landschaft nicht gäbe, dann wäre fast ganz Deutschland bewaldet. Und deswegen gibt es sehr viele Tiere, Pflanzen und Pilzarten, die sich auf dieses Ökosystem eingestellt haben und die darin leben. Also es ist so, dass der Wald, je älter er wird, desto bedeutender wird er für die Natur, weil erst dann sich Strukturen bilden, wie grobe Rinde, wie Höhlungen von Spechten oder von abgebrochenen Ästen, auch die Besiedlung mit Pilzen, diese Baumpilze, die wiederum dann von Insekten besiedelt werden. Also das heißt, je älter ein Wald ist, desto wertvoller ist das für die Natur. Und das ist deswegen gerade so dramatisch mit dem Sterben der Bäume, weil es oft auch die alten Bäume trifft, die dann im Wald verloren gehen. Bisher ist es so, dass Bäume so zur Mitte ihres Lebens gefällt werden. Also bei Laubbäumen etwa mit 120, 130 Jahren. Die können aber 300 Jahre alt werden. Und das heißt, sie können nochmal einen sehr langen Zeitraum weiter CO2 binden und dass die Bäume dicker werden, dass sie das CO2 auch im Boden speichern, wenn man sie lässt. Ja, dann haben wir den Clip mit dem Herrn Hartun. Der ist vom NABU scheinbar für den Wald zuständig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sowas in die Richtung auch gelernt haben wird. Nichtsdestotrotz ist das, was er sagt, korrekt aus wissenschaftlicher Sicht. Zumindest soweit wir es wissen, ist es korrekt. Ne? Und es gibt allerdings noch Alternativen, die man noch mal kurz erwähnen sollte, nämlich insbesondere die Sache mit der, wenn man die Bäume in der Mitte ihres Lebens aus dem Wald schneidet. Das tut die Forstwirtschaft, das ist richtig. Ja. Das führt dazu, und das ist auch noch richtig, dass es dann entsprechend weniger, sollte man meinen, sehr alte Bäume gibt, die für verschiedene Tiere im Wald sehr wichtig sind, die für verschiedene ökosystemare Prozesse des Waldes sehr wichtig sind, die dann verpilzt sind, viele Baumhöhlen aufweisen, für Specht, für die Bilche. Jetzt weiß keiner, was Bilche sind. Siebenschläfer, Haselmaus und Gartenschläfer, das sind Bilche. Und ja, ähnliche tolle Tiere. Das ist also schon alles sehr, 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 sehr wichtig. Nur ist es gerade interessant in Zeiten der CO2-Speicherung eben, ist ein alter Wald automatisch der bessere CO2-Speicher. Und das darf eben sehr umstritten diskutiert werden. Und das wird es auch. Denn wenn man eben einen Wald regelmäßig nutzt, um hochwertiges Holz zu erzielen, und dieses hochwertige Holz irgendwo einbaut, wo es lange, lange, lange Zeit nicht verrottet, in ein Dach beispielsweise, dann ist das CO2 aus dem Kreislauf raus, als ob wir neues Erdöl produziert hätten und irgendwo in die Erde reingelassen hätten, zumindest bis es dann wieder genutzt wird. Und ein Nutzwald kann damit, dass da also quasi das nachwachsende CO2, das aus der Atmosphäre gezogene CO2 jedes Mal aus dem Wald rausgenommen wird, verbaut wird, sicher gelagert wird sozusagen, während der Wald wieder weiter nachwächst und neues CO2 rausholt und man nimmt es und baut es wieder irgendwo ein und sagt,
lagert es sicher, vorausgesetzt, dass die Sicherung halt wirklich, die Lagerung wirklich sicher ist. Das ist halt das nächste Problem, ja. Es muss dann also schon wirklich sichergestellt sein, dass es sich um ein langfristig genutztes Holzprodukt handelt, das nicht in den nächsten 3 Wochen schon wieder im Kamin landet. Also Klopapier kommt auch nicht so sehr in Frage, sondern Holzmöbel, Holzhäuser vor allen Dingen, Holzbrücken, sowas in der Richtung. Schwimmbaddächer. In Schwimmbaddächern, wenn die aus Holz sind, steckt eine Menge CO2. Das bringt echt was. Ja, die Alternative also eben der kontinuierlichen Holznutzung, die ist aus Sachen der Klimabilanz nicht schlechter. Im Gegenteil, sie ist von vielen Wissenschaftlern, und das ist eben noch ein bisschen umstritten. Deswegen will ich nicht sagen, es ist ganz klar so, es ist auch nicht ganz klar anders, sondern es ist, man muss da sich vielleicht wirklich noch ein bisschen kloppen, aber es gibt sehr, sehr gute Argumente eben, die besagen, dass ein Wirtschaftswald durchaus mehr CO2 speichern kann als ein Urwald, weil in einem Urwald sterben die Bäume irgendwann auch natürlichen Ursprungs. Zwar deutlich später, als wenn man sie umsägt, aber wenn sie natürlichen Ursprungs sterben und dann nicht genutzt werden, was sie dann auch nicht mehr können, weil wenn sie natürlich sterben, sind sie vorher verpilzt bis zum geht nicht mehr und das Holz ist nicht, zu nichts mehr zu gebrauchen, jedenfalls für keine langfristige Anwendung. Für Klopapier schon noch, aber das hilft ja niemandem weiter in diesem Zusammenhang. Und dann verrottet das Holz von alleine. Und ob das Holz jetzt von alleine verrottet und CO2 wird wieder frei, weil das Holz wird abgebaut, oder ob man es sehr schnell abbaut in Form von Verheizen zum Beispiel, ja, das CO2 bleibt dasselbe. Der Effekt ist der gleiche. Also ein Urwald, der baut einen sehr großen CO2-Speicher im Laufe der Zeit, im Laufe von sehr, sehr viel Zeit auf und dann geht es nicht mehr weiter. Na, weil gleich viele Bäume irgendwann nachwachsen, wie gleichzeitig sterben, zumindest auf eine große Fläche verteilt. Und man hat halt eben die Option mit dem Wirtschaftswald, diese Gleichgewichtssituation und den Deckel der CO2-Speicherung nie entstehen zu lassen, sondern immer weiter zu speichern, immer weiter zu speichern, immer weiter zu speichern, solange man immer weiter Holzhäuser baut. Irgendwann ist da auch der Peak erreicht, wenn man nämlich alles mit Holzhäusern vorgestellt haben, haben wir auch keinen Platz mehr, um noch irgendwo Wald zu haben, klar. Aber derzeit bin ich persönlich der Meinung, und ich maße mir an, hier eine Meinung kundzutun, dass mir es so aussieht, als wäre die Nutzung des Waldes jetzt rein zu CO2-Speicherzwecken die effizientere Methode, um möglichst schnell, möglichst viel CO2 aus dem Wald rauszubekommen, weil solche alten Urwälder, die immer älter werden, dann nimmt die Wachstumsrate immer weiter ab und geht irgendwann nur noch ganz langsam und damit auch die CO2-Speicherung, zumindest die langfristige CO2-Speicherung im Holz, wird immer weniger. Andererseits, so fair muss man sein, wenn wir jetzt einfach sagen, wir müssen die 100 Jahre überbrücken und in 100 Jahren haben wir, wenn wir bis dahin nicht vom Klimawandel vernichtet worden sind oder sowas, haben wir schon irgendeine hochtechnologische Lösung gegen den Klimawandel gefunden, meinetwegen, ne? Gehen wir mal einfach davon aus, solange es nur um 100 Jahre geht, was für Waldzeiträume nicht lang ist, dann wäre auch Holz stehen lassen, ehrlich gesagt, ähnlich effizient wie Holz regelmäßig verbauen. Aber dann bräuchten wir noch einen alternativen Baustoff im Vergleich zu Holz. Also irgendwas, was ähnlich klimaneutral herzustellen oder klimaschonend herzustellen ist wie ein Balken. Und da gibt es nicht viel, was in Frage käme. Genau genommen gibt es eigentlich nur Bambus und noch ein paar andere biogene Rohstoffe, die da möglicherweise in Frage kommen. Bambus ist derzeit noch kein Thema, weil der erst aus China hergeschifft werden muss. Damit ist die Klimabilanz scheiße. Und andere biogene Rohstoffe sind noch nicht ausreichend erforscht. Und man darf sich auch fragen, ob es überhaupt jemals einen geben wird, der an die Eigenschaften von Holz rankommt. Ja, so viel zu diesem Beitrag. Wir brauchen klimaanpassungsfähige, naturnahe, nachhaltig bewirtschaftete Mischwälder, die das Risiko großflächiger Waldschäden mindern und auch in Zukunft weiterhin Kohlenstoff binden. Was man sich wünscht, steht also fest und auch, wie viel es kosten soll, nämlich 470 Millionen Euro. So viel sind im Bundeshaushalt 2021 zur Förderung der Holz- und Forstwirtschaft eingeplant. Es hört sich vielleicht zuerst mal nach viel Geld an, macht aber von den gesamten Ausgaben im Bundeshaushalt nicht einmal 1% aus. Zum Vergleich, der Berliner Flughafen bekommt zur Eröffnung weitere 300 Millionen Euro. Zu den fast 6 Milliarden, die er bereits gekostet hat. Und ob Geld allein überhaupt reicht?
2020 zum Beispiel gibt es von der Bundesregierung 138 Millionen Euro für die Waldbesitzer. Aber bisher kommt kaum was davon im Wald wirklich an. Bis August 2020 wurden erst 31 Millionen abgerufen, also nicht mal ein Viertel. Eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums gab sich optimistisch, dass bis Ende des Jahres 2020 noch die verbleibenden drei Viertel der Summe abgerufen werden. Denn man habe die Förderrichtlinien angepasst, heißt es. Ob dieser Optimismus wirklich berechtigt ist, darüber hätte ich gerne mit Waldministerin Julia Klöckner persönlich gesprochen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft konnte uns aber auch auf mehrfache Anfrage nicht für ein Interview zur Verfügung stehen. Weder die Ministerin noch jemand anders im Ministerium. Ja, das Geld vom Landwirtschaftsministerium. Das ist auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Da gibt es verschiedene Problemchen, beziehungsweise ein paar Sachen, die ich einfach anmerken wollte. Erstens, teilweise ist das Geld vom Steuerzahler natürlich, was jetzt Waldbesitzer, auch private Waldbesitzer, bekommen, um ihren Wald wieder aufzuforsten, weil man eben sagt, und das ist in vielen Fällen sicherlich auch richtig, die können ja nichts dafür, dass denen ihr Wald zusammengebrochen ist. Natürlich ist es auch für die Gesamtgesellschaft gut, wenn der Wald schnell wieder aufgeforstet wird, gar keine Frage, das brauchen wir, brauchen den Wald. Da steht nicht zur Debatte. Das Blöde ist halt nur, und das hat so ein Geschmäckle, wie man hier in Baden-Württemberg sagt, dass damit auch zum Beispiel Privatwaldbesitzer, die vor 30 Jahren noch Fichte gepflanzt haben, und vor 30 Jahren hat man schon längst gewusst, dass Fichte pflanzen dumm, ja, auch die kriegen jetzt sehr, sehr viel Geld von uns allen sozusagen, um da wieder einen Wald hinzupflanzen, um ihre Blödheit quasi zu kaschieren sozusagen. Und hinterher, wenn was auch immer die da jetzt hinpflanzen, mal groß und stark geworden ist, dann wird es derjenige, der dann der Waldbesitzer ist, vielleicht die Enkel, vielleicht schon ein Sohn oder eine Tochter möglicherweise vom aktuellen Waldbesitzer, dann werden die damit sehr viel Geld verdienen, im Idealfall. Und dieses Geld basiert darauf, dass wir jetzt als Gesellschaft eben ihren Wald, finanziell zumindest, wieder aufgeforstet haben. Also das ist so ein kleines Geschmäckle, was mir auch erst später klar geworden ist, nachdem ich viel über diese vielen Millionen für den Wald nachgedacht habe, die dem Ganzen so ein bisschen verleihen. Ja. Wir brauchen den Wald, wir müssen aufforsten und Tatsache ist, dass viele Waldbesitzer die Kohle einfach nicht haben, um da jetzt riesige Flächen von Wald wieder aufzuforsten, weil das normale Privatleute sind und wahrscheinlich nicht riesige Rücklagen auf dem Sparbuch sich angelegt haben, sofern man überhaupt noch ein Sparbuch hat, um bei einer Katastrophe ihren Wald wieder aufzuforsten. Sie werden gesetzlich dazu verpflichtet, das in irgendeiner Form zu tun. Man kann sich da nur noch vordrücken, indem man quasi so einen Notverkauf vom Wald macht, aber ansonsten musst du deinen Wald wieder aufforsten und damit eben die Waldbesitzer nicht auf die Barrikaden gehen und wegen deren Druck auch und wegen dem Schrei der Forstlobby, dass das doch nicht sein kann, dass man doch hier jetzt irgendwelche Hilfen braucht, was ja auch richtig ist, irgendwo gibt es jetzt eben diese Hilfen, aber an vielen Stellen sind die auch dringend notwendig und da können die Leute wirklich nichts dafür und im Prinzip bezahlen da die Bürger ihren auch eigenen Wald, weil ein Kommunalwald oder ein Landeswald gehört zu anteilig und auch die Gewinne daraus anteilig auch dem Einwohner der jeweiligen Kommune oder des jeweiligen Bundeslandes. Ja, und da gibt es übrigens noch einen geringen Anteil von Bundeswald, also Bundesrepublik Deutschlandwald, das ist ein winzig kleiner Anteil, da gibt es nur ganz, ganz wenig. Aber wenn wir den mit Steuergeldern irgendwo bezuschussen, weil wir dann auch wenn er Gewinn abwirft, davon das Ganze in die Staatskasse wandert, wovon meinetwegen eine Straße saniert wird, ist ein blödes Beispiel, aber wofür wir dann alle wieder was haben, da gibt es einen gewissen Rückfluss, ja? Einen gewissen zumindest. Ob die Gelder sinnvoll genutzt werden, ist jeweils die Frage der aktuellen Politik und der aktuellen politischen Meinung derjenigen, die aktuelle Politik beurteilen, aber da kommt was zurück. Und im Fall von Privatwäldern kommt halt wenig damit zurück, außer gute Luft, gutes Wasser und sonstige Ökosystemdienstleistungen, die der Wald kostenlos und unentgeltlich zur Verfügung stellt, für die wir jetzt aber trotzdem wegen wirtschaftlichen Fehlentscheidungen von ein paar dummen Waldbauern bezahlen müssen. Ja, und das muss man ganz klar
auch im Hinterkopf behalten bei diesen vielen Millionen, die der Staat da jetzt locker macht. Und wenn man jetzt einfach sagt, oh, das ist ja lächerlich wenig, diese Summe, da könnte man doch viel mehr Geld investieren. Einerseits kann ich das sehr gut nachvollziehen und andererseits würde ich das auch sofort sagen. Aber ja, das ist halt der Wehmutstropfen dabei. Herzlichen Dank übrigens da an die Leute, die mich in dieser Hinsicht ein bisschen beeinflusst haben, weil ich habe auch schon in andere Richtungen argumentiert. Ich habe da dazugelernt. Ja, das wäre also das eine bei der Sache mit dem Geld. Und das andere, das Geld allein, das hilft noch nicht mal. Das Problem ist nämlich, dass man eben im Forst, das sagt, gibt Frau Klöckner auch so durch die Blume so ein bisschen zu, zumindest habe ich das so interpretiert, das, was sie so erzählt, dass man viel zu sehr Personal eingespart hat. Gerade bei mehr oder weniger staatlichen, also kommunalen, Landes- und Bundesforststellen hat man Personal eingespart, wo es nur irgendwie ging. Die Leute sind viel zu teuer, muss man sparen, sparen, sparen und man hat quasi den Forstsektor ziemlich kaputt gespart, zumindest den, der uns allen irgendwo gehört. Und das führt natürlich auch wieder dazu, dass selbst wenn jetzt genügend Geld da ist, um die Maschinen zu bezahlen, um die Setzlinge zu kaufen, es ist alles kein Problem, dafür wäre Geld da. Deswegen wird das auch nicht abgerufen, weil das Geld allein hilft nämlich nicht, denn mit so einer Katastrophe hat keiner gerechnet. Es sind nicht die Leute da, die das Zeug pflanzen können. Da kannst du denen noch so viel Geld bezahlen. Das gibt die einfach gar nicht. Und zweitens, es gibt die Setzlinge gar nicht oder die Eicheln, die man in den Boden stecken könnte. Saatgut in diesen Mengen, wie es jetzt ausgebracht werden müsste, ist gar nicht vorhanden. Ja, und da ist das sowas, klar kannst du mit der Gießkanne Geld drüber kippen. Aber das löst manchmal Probleme. Am ehesten noch im Privatwald, wo die Leute teilweise eben, wie gesagt, selber schuld dran sind, dass sie Fichte gepflanzt haben, da noch am ehesten, weil bei denen fehlt es lediglich wirklich oft an der Kohle, um die um das Saatgut zu kaufen, um die Setzlinge zu kaufen. Pflanzen können die das dann selber. Ja, hoffe ich zumindest, dass sie das dann wenigstens selber können. Ja, und das sind alles so ein paar Geschmäckle, die dabei eine Rolle spielen, die ich an dieser Stelle einfach mal kurz anmerken wollte. Aber ehrlich gesagt, das ist auch immer so eine Sache. Wenn man Politik kritisiert, sollte man zumindest den Versuch haben, wenn man es kritisiert, irgendeine Idee zu haben, wie man es besser machen könnte. Und wenn man das nicht selber weiß, wie man es besser machen könnte, dann muss man mit Kritik auch ein bisschen vorsichtig sein. Und in dem Sinne möchte ich mich jetzt für meine Kritik entschuldigen, weil ich weiß auch nicht, wie man es besser machen soll. Ja, kurzfristig mehr Forstwirte aus dem Boden stampfen geht halt nun mal auch nicht. Die müssen 3 Jahre ausgebildet werden. Anreize für die Ausbildung von neuen Forstwirten vielleicht, neue den Forstämtern, zumindest die, die in irgendeiner Form staatlich, kommunal, Bundesebene, Landesebene, was auch immer, sind, denen einfach mehr Geld für mehr Personal zur Verfügung stellen. Ich glaube, damit sollte man einiges erreichen können, wenn man das Geld nicht so sehr in wir pflanzen jetzt auf, hier nimm die Geld, pflanze Forster auf, ja? Sondern mehr in die richtige Infrastruktur wiederherstellen und den Wald nicht kaputt sparen, dadurch, dass Personal fehlt. Und dann sind wir übrigens auch bei dem Herrn Kollegen am Anfang, dem Förster, der da auch interviewt worden ist von Mirko, der auch gesagt hat, es fehlt im Wesentlichen Personal. Das ist also ganz, ganz essentiell, das fehlende Personal. Ja, auch das also ein prima, prima Beitrag da am Anfang, auch wenn ich da nicht groß drauf eingegangen bin. Ja, Das ist es im Wesentlichen. Dann kommt noch der Professor Bauhus von Freiburg und erzählt was von seinem schönen Waldbauversuch, wo er ganz viele alternative Bauarten angepflanzt hat. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, deswegen kann ich den Clip, ich habe den eigentlich präpariert und wollte den noch einbinden, aber das ist mir zu riskant vom Urheberrecht her, weil ich dazu nicht mehr viel anzumerken habe. Da wäre es dann wirklich nur der Clip im Sinne von, oh, der ist interessant, guckt euch den mal an. Und dann sind wir wieder bei diesen blöden Reaction-Videos, die ich so nicht mag, weil man mal einfach irgendjemand was Interessantes gemacht hat, kann man das nicht einfach klauen, es selber zeigen und sagen, das war interessant, ne? Und jetzt habe ich damit Geld verdient, indem ich dem anderen das Ding geklaut habe, so in dem Stil. Und das möchte ich nicht machen und drum, ich habe dem Herrn Bauhus nichts hinzuzufügen, außer vielleicht die kleine universelle Weisheit für die Zukunft des Waldes, die der Mirko, denke ich, auch ganz gut immer mal wieder durchscheinen lässt. Oder der Beitrag von Mirko jedenfalls.
Vielfalt kann auf keinen Fall schaden. Wenn wir also gucken beim Wald der Zukunft, dass wir alles mal da haben, was potenziell in Frage kommen könnte, um einen Wald der Zukunft, der irgendwie anders aussehen wird als den Wald der Vergangenheit, den wir kennen, wir müssen es erstmal da haben. Das ist ganz essentiell, weil wenn wir es nicht da haben, dann wächst es eben nicht schnell mal jetzt von auf gleich und steht da sofort da. Das geht bei Bäumen so nicht. Die brauchen Zeit, mindestens 20, 30 Jahre. In vielen, vielen Fällen auch noch deutlich länger, bis sie eine gewisse Größe erreicht haben. Und drum ist das einzig Wahre jetzt wirklich auf Vielfalt zu setzen und das einzig Universelle, bei dem wir sagen können, das können wir jetzt tun als Gesellschaft, als Forstwirtschaft, als Forstwissenschaft sicherlich auch irgendwo. Wir brauchen mehr Vielfalt in den Wäldern, mehr Struktur auf jeden Fall auch in den Wäldern. Und wir werden weiterhin, und das ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig, und auch das wird gar nicht in Frage gestellt, auch deswegen ist das ein toller Beitrag, den wir hier besprechen, wir werden auch weiter den Wirtschaftswald brauchen, weil es keine Alternative zur Holznutzung gibt und auch die Holznutzung nicht abnehmen wird in Zukunft. Das wäre utopisch zu glauben, dass das so ist. Wenn vielleicht die Papiernutzung abnimmt, da wäre nicht viel dran auszusetzen. Wenn wir eine Alternative zu Papier finden würden, die super, super einfach aus alternativen Ressourcen hergestellt werden kann, die einfacher anzubauen sind als Holzpflanzen, dann ja, sofort, klar, gar keine Frage. Das wäre sinnvoll, dann könnte man nämlich die Holznutzung, die dann weiterhin stattfinden sollte, eben auf hochwertige Holzsortimente, auf langfristig einbaubare Holzbauteile ergänzen und diese dann eben auch im Rahmen vom Klimaschutz in Dächer, in Schwimmbaddächer, in Brücken, in Hallen, in sonst was einbauen. Ja, von mir aus lange, lange Tunnel graben und das Holz da reinlegen. Die Idee gibt es tatsächlich auch. Irgendwelche Salzbergwerkstollen einfach gammliges Holz reinlagern. Völlig egal, da kommen keine Pilze mehr dann rein. Das Holz ist da drin. Das Holz gibt quasi die Braunkohle von morgen. Dass man einfach neue Braunkohleflöze anlegt, wo man vorher welche abgebaut hat. Oder eben in eine große ehemalige Braunkohlegrube, also jetzt den Tagebau, ne? Auch einen Haufen Holz reinlegen. Wenn das Zeug in den riesigen Mengen anfällt wie jetzt und sich nicht verkaufen lässt, wie zum Beispiel die riesigen Mengen von Fichte, die umgefallen sind, dann könnte man da allen Ernstes, das ist zwar völlig bekloppt eigentlich, aber man könnte ernsthaft drüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, das Zeug für 10 Euro nach China zu verschiffen oder ob jetzt Deutschland hingeht und dem Waldbesitzer 10 Euro pro Kubikmeter zahlt, damit das irgendwo in den Braunkohletagebau reinschmeißt und wir es zukippen und es gibt die Braunkohle von in ein paar Millionen Jahren irgendwann wieder, ich weiß gerade nicht auswendig, wie lange Braunkohle braucht. Ein paar hundert Millionen meines Wissens von Jahren. Aber das CO2 ist erstmal wieder raus. Ja, das ist dann super langfristig gespeichert. Und das Zeug nach China verschippern, das mag meinetwegen 10, 15 Euro pro Kubikmeter noch bringen. Das ist das ist wirtschaftlich gesehen besser als im Wald verrotten lassen. Aber die Transportkosten, also selbst wenn die Chinesen damit Häuser bauen, wovon ich nicht ausgehe. Selbst dann haben sie noch so enorme Transportkosten, um ein so schweres Produkt wie Holz einmal entlang der ganzen indisch, sonst afrikanischen und sonstigen Küste entlang zu schippern. Also ich gehe mal davon aus, dass die durch den Kanal an Afrika vorbeifahren und nicht drumherum, aber trotzdem. Die Transportwege sind gewaltig und das ist... Ja, gibt viele Möglichkeiten politischer Art, forstpolitischer Art auch, wie man sich Gedanken machen könnte, was man denn da tun könnte, wie man in Zukunft mit solchen Massenaufkommen von Holz bei großen Kalamitäten umgehen soll und. Ja, aber das muss ja nicht unbedingt hier jetzt alles diskutiert werden. Ich denke, ich bin an dieser Stelle relativ gut durch. Dann ist es auch nicht ganz so lang geworden. Verabschiede mich und wünsche einen schönen Abend und nochmal nicht vergessen, original noch angucken, falls noch nicht geschehen. Und wirklich ein prima Beitrag. Also ich habe wirklich bloß Ergänzungen, die mir auf dem Herzen liegen. Nix auszusetzen. Dankeschön, macht's gut.